Apple hat gerade iOS 16.1 veröffentlicht. Ich zeige dir in diesem Update, was alles neu ist und ob sich der Download lohnt. Let's go! Hi, ich bin Alex, ich quatsch gerne über Smartphones und Technik. Wenn du auch in Zukunft keine Apple-Videos verpassen willst, abonniere jetzt meinen Kanal, aber Dalli Dalli. Also, das neue iOS 16.1 Update ist da und es ist 1,48 GB groß. Wenn du das Update auch haben willst, geh mal in die Einstellung, dann auf Allgemein, Software-Update und dann sollte es dir hier angezeigt werden. Die erste Änderung, die neu ist in dem 16.1 Update, sind geteilte Mediatheken bei den Fotos. Dazu gehst du in die Einstellung auf deinen Apple-ID-Account, dann auf iCloud und hier unten siehst du bei Fotos jetzt neu den Punkt geteilte Mediathek. Das musst du dann hier erstmal einrichten. Wenn du dann in der Foto-App bist, kannst du hier oben links auf dieses Symbol klicken und dann ist hier deine geteilte Mediathek aktiviert. Und wenn du jetzt ein Foto machst, wird es automatisch mit den Personen geteilt, die du in deiner geteilten Mediathek drin hast. In der Fotos-App wird dir das auch angezeigt. Wenn ich hier auf dem Foto bin, siehst du hier oben dieses Symbol. Wenn du da drauf drückst, siehst du hier, kannst du es in die geteilte Mediathek bewegen. Das ist also die erste große Neuerung. Ein weiteres kleines Update hat der One-Hand-Mode bekommen. Und zwar, wenn ich jetzt hier runterwische, dann wird mir jetzt auch hier die Dynamic Island angezeigt. Das war davor nicht der Fall. Und das war deshalb problematisch, dass wenn man jetzt zum Beispiel hier einen Timer gestartet hat und ich den dann hier mit dem One-Hand-Mode auch aktivieren wollte, war der hier nicht zugänglich. Da musste ich dann immer dann doch da oben hingreifen. Jetzt ist es also gefixt worden und man kann von hier dann auch die Dynamic Island bedienen. Die Live-Aktivitäten wie den Timer, den siehst du ja auch hier im Sperrbildschirm, das ging bisher nur mit den Apple-eigenen Apps und das ist jetzt mit 16.1 auch für Drittanbieter-Apps freigeschaltet. Da können wir also gespannt sein, was in Zukunft von den App-Entwicklern auf uns zukommt. Wenn wir schon beim Sperrbildschirm sind, der hat ein neues Layout bekommen. Wenn ich jetzt hier auf Anpassen klicke, haben wir jetzt so hier ein zweigeteiltes Menü, wo ich entweder den Sperrbildschirm oder den Homebildschirm bearbeiten kann. Klicke ich dann drauf, komme ich hier hin oder ich wähle direkt den Sperrbildschirm aus und kann dann hier meine Widgets anpassen. Die Wallpaper, die du hier übrigens siehst, das sind meine Wallpaper. Ich habe 20 farbenfrohe und abstrakte Wallpaper veröffentlicht. Wenn du die auch haben willst, findest du den Link dazu in der Beschreibung. Und neu in der Fitness-App ist jetzt Fitness Plus. Das ist jetzt auch ohne die Apple Watch verfügbar. Das kannst du dann also hier jetzt direkt starten. Ansonsten gibt es natürlich noch einige kleinere Bugfixes und Sicherheitslücken, die mit dem Update behoben wurden. Ich kann dir also unterm Strich das Update nur empfehlen. Lad es dir runter und installier es. Ich habe jetzt keine großen Abstürze oder Performance-Einbrüche gemerkt. Im Gegenteil, die Performance scheint jetzt noch ein bisschen besser geworden zu sein. Ich kann es dir nur empfehlen. Lade dir das Update auf jeden Fall runter. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie das Update bei dir anläuft. Hast du Verbesserungen oder Verschlechterungen feststellen können? Wir können uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Falls dir das Video gefallen hat und hilfreich war, gib mir gerne ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Apple-Videos verpasst. Folg mir gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links, auch die zu meinen Wallpapern, findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du hier links klicken für mein Apple iPhone 14 Pro Review oder klicke hier rechts für mein iPhone 14 Pro Max versus S22 Ultra Review. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.